In meine Praxis kommen ja immer wieder Menschen, die manchmal vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens stehen. Nehmen wir doch einmal das Beispiel von Marie, Name geändert. Marie kam in meine Praxis, weinend und schluchzend, ein Schatten ihrer selbst. Sie kam in meine Praxis und brauchte erst einmal eine Zeit lang, bis sie überhaupt in der Lage war zu sprechen. Aber nach und nach über mehrere Sitzungen schaffte es Marie, aus ihrem Loch herauszukrabbeln und wieder zu einem eigenständigen Menschen zu werden. Die Zusammenarbeit mit Marie war ein Aufarbeiten dessen, was sie über Jahre erleiden musste. Und über der ganzen Therapie stand von Anfang an folgende Überschrift: Du bist okay, so wie du bist. Ich vermittelte Marie Folgendes: Du hast zwar in diesem Moment deine Schwierigkeiten, übrigens etwas, was ganz normal ist, wenn man aus einer emotional missbräuchlichen Beziehung kommt. Aber, so sagte ich ihr, deswegen bist du trotzdem okay. Ihr dieses Gefühl, diese Gewissheit zu vermitteln, dass dieser Satz nun für sie mehr und mehr an Bedeutung gewinnen sollte, war natürlich zunächst einmal schwer zu verstehen. Wurde ihr doch in ihrer emotional missbräuchlichen Beziehung genau das Gegenteil. Immer und immer wieder eingetrichtert. Mit dir stimmt etwas nicht und du bist sowas von peinlich. Und, und. Ihr Zuschauer kennt diese Sätze wahrscheinlich zur Genüge. Aber in der Traumatherapie kommt es ja nicht unbedingt auf das Verstehen an, sondern in erster Linie auf das Begreifen, auf das Verinnerlichen dieses Satzes. Und so war bei Marie dann schnell der erste Erfolg zu verzeichnen. Sie lächelte mehr, sie bekam mehr und mehr Selbstsicherheit und Fröhlichkeit zurück. Stück für Stück hangelte sich Marie aus ihrem Loch wieder heraus. Lasst uns also einmal auf die Entwicklung schauen, die Marie genommen hat. Ich verspreche euch, es wird spannend. Nach dem Intro geht's los. Wie ich es in meinen Videos ja immer und immer wieder erzähle. Wenn jemand in einer emotional missbräuchlichen Beziehung drin ist, dann hat er buchstäblich seinen eigenen Standpunkt verloren. Dieser Mensch ist im wahrsten Sinne des Wortes außer sich. Ich sage ja immer, wenn du nur lang genug in so einer toxischen Beziehung drin bist, dann verlierst du deine Individualität. Du verlierst dein Selbstbewusstsein und deine Würde. Dein toxischer Partner sagt dir dann, was du zu denken, zu fühlen und zu machen hast. Und genau das meine ich, wenn ich sage, du hast dann deinen eigenen Standpunkt verloren. Das meine ich, wenn ich sage, du bist irgendwann außer dir. Und die Marie, die nach Jahren des Leidens den Discard bekommen hat und der Narzisst erfolgreich seine Schmierenkampagne durchgeführt hat, diese Marie war natürlich außer sich vor Kummer und Verzweiflung und wollte den anderen natürlich ihr Elend mitteilen. Aber Marie lief gegen eine Wand, weil die anderen konnten oder wollten sich das Elend der Marie nicht mehr anhören. Marie war in ihren Augen viel zu hysterisch, zu verzweifelt und zu aufdringlich. So zumindest war die Denke der anderen. Marie fühlte sich nun verraten und verkauft. Das ist übrigens ein Zustand, den man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. So schlimm fühlt sich so etwas an. Und genau in diesem Zustand kam Marie nun zu mir, verzweifelt, über Tage kaum etwas gegessen, gerade so das Nötigste an Flüssigkeit zu sich genommen, ein Häufchen Elend. Marie schien mir eindeutig traumatisiert zu sein. Etwas, was bei Opfern von emotionalem Missbrauch ganz normal manchmal ist. Die Opfer verlieren ihren Halt und zusätzlich wird ihnen von ihrem Peiniger vermittelt, dich will sowieso keiner. Keiner hält es mit dir aus. Die anderen, wer immer das auch sein mag, lachen ja schon über dich, so sagen dann diese Leute. Diese Situation ist irgendwann so übermächtig, dass die Psyche die Bedrohung nicht mehr verarbeiten kann. In dieser Situation kommt der Neandertaler in uns zum Vorschein und der Neandertaler in uns wittert nun Todesgefahr. Ja, für einen Neandertaler war es das sichere Todesurteil, aus der Herde ausgestoßen zu werden.
Dieser Urzeitmensch wusste in dem Moment, wo er alleine war und die anderen nun ohne ihn zum nächsten Lagerplatz zogen, dieser Urzeitmensch wusste, ich werde sterben. Genauso fühlen sich übrigens auch Mobbingopfer. Jetzt wisst ihr, nachdem ich diese Hintergründe erläutert habe, warum Mobbingopfer so unglaublich leiden. Der Neandertaler in uns kennt, wie wir alle wissen, nur 4 Verhaltensmuster. Angreifen, flüchten, sich totstellen oder die totale Unterwerfung. Meistens flüchten sich die Opfer in die totale Unterwerfung. Und diese Unterwerfung geht so weit, dass die Opfer von emotionalem Missbrauch dann irgendwann die schlimmsten Demütigungen ertragen und das Lächerlichmachen vor den anderen klaglos hinnehmen. Außenstehende sehen dann das Verhalten des Peinigers und schütteln den Kopf darüber, dass die Opfer immer noch zu ihrem Partner in Anführungsstrichen halten. Aber zurück zu Marie. Nachdem sichergestellt war, dass sie stabil genug für eine Therapie war, war das Erste, was ich machte, ihr das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, an einem Ort zu sein, an dem sie sich sicher fühlen konnte, an einem Ort, wo sie gesehen und verstanden wurde. Ich habe dann in der ersten Sitzung tatsächlich nur Stabilisierungsübungen mit ihr gemacht und ihr wieder ein bisschen Lebensmut eingehaucht. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass Marie sich ausgesprochen hat. All das, was nie raus durfte, hatte nun Platz. All die Ungeheuerlichkeiten, all die Demütigungen, die Betrügereien und Entwertungen durften einmal ausgesprochen werden, ohne dass es gleich hieß, ja, warum bist du denn nicht gegangen? Du warst doch nicht angekettet. Ja, das sind die Sprüche, die die Opfer manchmal zu hören bekommen. Marie wurde also zum ersten Mal seit langem wieder gesehen. Marie wurde zum ersten Mal seit langem wieder gewertschätzt. Und ihr wurde zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl vermittelt, du bist okay, so wie du bist. Dieses Verhalten, was Marie an den Tag legte, als sie zum ersten Mal in meine Praxis kam, war übrigens für das, was sie Schreckliches erlebt hatte, durchaus normal. Marie war in der ersten Phase der Verarbeitung ihres Traumas. Diese erste Phase durchlebt jeder, der traumatisiert ist. Man steht buchstäblich vor dem Scherbenhaufen seines Ichs, vor dem Scherbenhaufen seines Lebens und kann es nicht fassen, was da gerade für ein Tornado durch das Leben gezogen ist und die ganze Lebensplanung durcheinander gewirbelt hat. In dieser Phase redete Marie sehr viel über den toxischen Ex. Der Fokus war auf die Vergangenheit gerichtet und sie versuchte zu begreifen, was los war, warum das Ganze passiert war. Nach und nach kamen dann aber auch Gefühle mit ins Spiel. Zuerst war Marie unendlich traurig. Sie war viel am Weinen, sie war verzweifelt. Sie machte das, was sie in der toxischen Beziehung zu ihrem Ex auch immer wieder gemacht hatte. Sie suchte die Schuld teilweise bei sich, teilweise war sie einfach nur fassungslos darüber, wenn sie jetzt so aus der Ferne darüber nachdachte, was ihr alles angetan wurde. Von Wut war erst einmal noch gar nichts zu spüren. Ich schlug Marie dann eine Traumatherapie vor. Ich erklärte ihr, wie so etwas genau abläuft und warum Traumatherapie etwas ganz anderes ist als Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie. Während unserer Sitzung kam Marie dann endlich auch an ihre Wut. Die Wut bahnte sich geradezu ihren Weg. Die Wut darüber, was sie erleiden musste. Die Wut darüber, wie ungeniert ihr Ex, nicht nur sie, sondern auch so einige Frauen vorher, emotional missbraucht hatte und auch finanziell ausgenommen hatte. Ich half Marie, ihre Wut zu kanalisieren und in die richtigen Bahnen zu lenken. Und jetzt erfuhr Marie zum ersten Mal am eigenen Leibe, woher eigentlich ihre depressiven Verstimmungen kamen. Weil Depression oder depressive Verstimmung sind Ausdruck von unterdrückter, nicht ausgelebter Wut. Sie verstand, wie wichtig es war, sich zu fühlen, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen und sich zu akzeptieren. Marie fand im Laufe der Sitzung mehr und mehr zu sich selbst. Sie wurde fröhlicher und selbstbewusster. Ja, Marie arbeitete an sich. Sie machte ihre Hausaufgaben, die ich ihr mitgab. Sie lernte ihren eigenen Weg
zu gehen. Sie wusste, dass sich auf ihrem Weg auch Hindernisse auftun würden und dass es nicht ausbleiben würde, dass sich toxische Menschen versuchen würden, in ihr Leben zu schleichen. Sie wusste auch, wenn sie sich ihrer Umwelt gegenüber selbstbewusster zeigen würde, dass diese Umwelt unter Umständen mit Widerstand reagiert. Weil, ihr alle kennt es, wenn sich jemand entwickelt, dann findet das die Umwelt, der alte Freundeskreis, nicht unbedingt so toll. Und so war es bei Marie auch. Ein Teil ihres alten Freundeskreises fand die alte Marie echt okay. So wie sie war, man wusste ja, sie begehrte nicht auf und ja, die Marie, die war auch immer so nett und freundlich. Ich sage ja immer, wie heißt es so schön, wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Marie lernte also, dass sie auch mal Nein sagen durfte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Eine Hausaufgabe, die ich Marie zum Beispiel mitgab, war, aufzuschreiben, wie sie bisher von ihrer Umwelt wahrgenommen wurde und dann aufzuschreiben, wie sie sich künftig der Umwelt präsentieren wolle. Und so gab ich ihr mit, sie solle sich doch einmal aufschreiben, was sie sich in naher Zukunft nun für Wünsche erfüllen darf. Ja, auf dem Weg raus aus dem Trauma hin zu sich selbst gibt es so viele tolle Techniken und Möglichkeiten. Ich sage immer, zu einer guten Therapie gehört nicht nur das Arbeiten mit dem Geist und dem Verstand. Zu einer guten Therapie gehört auch das Arbeiten mit dem Körper und das Arbeiten mit dem Herzen. Ja, und Marie hat das einzig Richtige gemacht, wenn man aus einer toxischen Beziehung kommt. Sie hat endlich mal Verantwortung abgegeben und an denjenigen zurückgegeben, der sie ihr verlogenerweise auferlegt hatte, ihrem toxischen Ex-Partner. Marie hat gelernt, dass sie nicht schuld war an dem, was sie erlebt hat. Frage: Gibt es etwas Befreienderes als dieses Gefühl? Das Gefühl, was man jahrelang mit sich rumgetragen hat, ich bin schuld, ist endlich weg. Nach ihrer Traumatherapie war Marie natürlich nicht wie ausgewechselt. Es wäre vollkommen falsch, dahin arbeiten zu wollen. Unsere Vergangenheit ist immer ein Bestandteil unseres Lebens. Sie hat uns geprägt und zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Aber wir können die belastenden Emotionen, die wir unweigerlich immer mit der Vergangenheit in Verbindung gebracht haben, nun abkoppeln und uns voller Überzeugung sagen, es ist vorbei. Ich lebe mein Leben und ich bin okay, so wie ich bin. Marie hat mittlerweile auch ihren Arbeitgeber gewechselt. Sie ist in eine andere Stadt gezogen, sie hat neue Freunde gefunden und lebt ein Leben, welches sie sich vor 9 Monaten niemals vorgestellt hätte. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.